herzlich willkommen auch heute zu unserer Sendung Hoffnung um 12. Im Psalm 34, Vers 5, da steht: Als ich den Herrn um Hilfe bat, antwortete er mir und befreite mich von meinen Ängsten. Und das ist das, was wir hier tun. Wir bitten den Herrn um Hilfe für alle deine Belange. Hoffnung um 12, wir wollen dich ermutigen. Das Thema heute, deine Veränderung braucht ein Ziel. Lass uns dein Gebetsanliegen wissen auf gebet@missionswerk.de im Chat oder auch am Telefon bis 13 Uhr. Deine Veränderung braucht ein Ziel. Wir sind sehr schnell bereit, uns verändern zu lassen und lassen dann doch alles, wie es ist. Wir versuchen etwas und dann macht es keinen Spaß mehr und dann lassen es wir wieder sein. Ist es nicht so? Wir sind so in unseren Gewohnheiten gefangen, die wir lieben. Es geht viel einfacher. Wir wissen, was zu verändern wäre, aber wir packen es manchmal nur halbherzig an, weil wir das Ziel nicht definieren und auch nicht den Zeitraum, wo wir es erreichen wollen. Wenn wir einfach nur sagen, ich will mich verändern oder ich muss mich verändern, passiert gar nichts. Und fange einfach mal an und schreibe dir auf, in welcher Zeit du die Sache verändern möchtest, die Veränderung braucht. Und sag nicht, wie so manche, ich verändere mich und lass alles, wie es ist. Ich sag dir, lass wirklich nicht alles, wie es ist. Es ist einfacher, aber es macht dich nicht besser. Und es ist nicht einfach ein Umlackieren, dass man sagt, gut, eine andere Farbe oder irgendwie bildlich gesprochen, gerade irgendwie was, dass man was sieht, dass sich was verändert hat. Ich sag dir, darunter ist immer noch die gleiche Substanz. Du kannst kratzen, auch bei einer neuen Farbe, darunter ist die gleiche Substanz. Und das ist wirklich wichtig. Und eine gute Sache ist, träume von deinem Ziel, das du erreichen möchtest, weil das macht wirklich Freude. Schreibe es auf und erlebe es. Danke, Herr. Herr, für jeden, der sagt, ja, ich will mich verändern und ich will es auch erreichen, dass er Mut hat, das anzupacken, davon zu träumen, dass es ihm so viel Freude macht, wenn er schon jetzt träumt von dem Ziel, Herr, jede Person, Herr. Herr, stärke du, es anzupacken und loszulegen. Amen. Amen. Ja, danke. Es ist wirklich ein Dankeswert, dass Jesus unsere Gebete hört und auch antwortet und erhört. Und da wollen wir auch beten für folgendes Anliegen, das auf WhatsApp hereinkam. Ihr Lieben, ich weiß mir keinen Rat. Ich habe Schmerzen im Hüftbereich und Schwäche in beiden Beinen. Nach der OP im linken Knie. Das rechte muss auch noch gemacht werden und eine OP in der Leiste. Es fehlt mir an Kraft. Bitte betet für mich. Die Psyche macht mir schon zu schaffen. Ich bin sehr traurig. Bitte unterstützt mich. Und das wollen wir tun. Jesus, wir danken dir für diese Person, die da geschrieben hat. Und du siehst auch ihre Verzweiflung und ihre Traurigkeit. Und ich danke dir, dass du da eingreifst bei diesen Schmerzen in der Hüfte und in den Beinen und Knie und was auch immer. Und ich danke dir, dass diese Schmerzen ein Ende haben, dass es aufhört, dass wir sie entmachten dürfen in deiner Autorität, Jesus, und in deiner Kraft. Und ich danke dir, dass du da eingreifst, dass auch keine weitere OP mehr nötig ist, sondern dass du alles wiederherstellst in deine göttliche Schöpfungsordnung. Und dafür danken wir dir von ganzem Herzen. Amen. Amen. Und eine Frau schreibt uns folgendes Gebetsanliegen. Ich leide unter Polyarthritis und habe seit einiger Zeit einen geschwollenen Fuß. Es gibt auch Probleme bei der Herstellung meiner Maßschuhe. Vielen herzlichen Dank für euren wertvollen Dienst. Gott segne euch. Ja, Jesus, wir danken dir auch für diese Person, für diese Frau, dass du mit ihr bist und dass du auch diese Polyarthritis besiegt hast am Kreuz. Und wir danken dir, dass sie vollkommen heil ist, dass das aufhört und dass auch dieser geschwollene Fuß
wieder zurückgeht in deine göttliche Schöpfungsordnung. Danke, Jesus, dass du eingreifst und dass du ein Gott bist, der heilt und der wiederherstellt. Und ich danke dir auch für die Schuhe, das, was da jetzt nicht klappt, dass du den Menschen Weisheit gibst, die das herstellen. Und ich danke dir, dass auch da eine Lösung kommt. Danke, Jesus. Amen. Amen. Ja, schreib uns einfach dein Anliegen. Wir beten gerne für dich. Die Infos sind eingeblendet. Ja, und ein weiteres Gebetsanliegen kam auf Facebook. Liebe Beter, bitte betet für mich. Ich habe eine Entzündung am Zahnfleisch. Die Schmerzen ziehen durch den ganzen Mund und ich brauche neue Füße. Ich habe Fuß- und Nagelpilz. Dankeschön, ihr Lieben. Ja, von Kopf bis Fuß kann man das sagen, braucht man, muss repariert werden. Herr, ich danke dir dafür, Herr, dass du wirklich, Herr, von den Zehen bis zu den Füßen, Beinen, Fußzehen, was da alles zu reparieren ist, Herr, dass wir es dir hinlegen dürfen. Und du kennst das. Und ich danke dir dafür, Herr, dass wenn wir in deiner Werkstatt sind, Herr, wirklich du alles hast für uns. Und ich danke dir dafür, Herr, dass du auch dieser Person viel Freude und Ruhe schenkst, Herr. Und ich danke dir, Herr, danke, dass wir über dieser Person auch deinen Schöpfungszustand, Herr, wieder ausrufen dürfen. Herr, völlige Gesundheit. Danke, Herr. Amen. Amen. Und ein Mann schreibt uns: Bitte betet für meine Mutter. Sie hat ein multiples Myelom. Das ist ein sehr bösartiger Tumor des Knochenmarkes. Trotz starken Chemos sind ihre Blutwerte sehr schlecht. Wir als Familie beten für sie, dass Gott ein Wunder tut. Bitte betet mit uns. Ja, in der Medizin gibt es so komplizierte Worte, die man manchmal nicht aussprechen kann. Und als Laie weiß man gar nicht, was es ist, aber Gott weiß es. Und für ihn ist nicht kompliziert, sondern er kennt dich. Er ist dein Schöpfer. Und ich danke dir, Herr. Danke, Herr, dass du jetzt auch dieser Person begegnest. Und danke, Herr, dass wir diesem Tumor auch gebieten, stillzustehen, auszutrocknen und zu verschwinden. In deinem wunderbaren Namen, Jesu, wo Sieg drin ist, wo Kraft drin ist, wo Veränderung drin ist. Danke, Herr, dass du auch Veränderung schaffst, Herr, dass du Gesundheit schenkst, Herr. Ich danke dir dafür. Amen. Amen. Menschen erleben Gottes Hilfe. Und schau doch einfach einmal auf unserer Webseite. Da hat es wirklich unglaubliche Gebetserhörungen. Und hier schreibt uns jemand: Liebe Isolde und Daniel, ich wollte mich ganz herzlich bedanken für eure Gebete. Ich bat im März um ein Gebet für unseren Kleinen, der an Leukämie erkrankt ist. Gott hat die Gebete erhört. Es wurde ein Spender gefunden. Jesus, Lob und Ehre dir. Und aus Luxemburg erreicht uns diese wunderbare Gebetserhörung. Guten Tag, eine gute Nachricht. Seit meinem Gebetsanliegen vor circa 3 Wochen läuft wieder alles für meine Firma. Seit letzter Woche verkaufe ich was ganz anderes als die Produkte, die ich normalerweise meinen Kunden anbiete. Ich verkaufte seit dem 14.03. nichts mehr. Keine Hilfe vom Staat. Und da bekam ich letzte Woche die Gelegenheit, was ganz anderes zu verkaufen. Seit letzter Woche kommen Bestellungen von allen Richtungen. Ich habe kaum Zeit für etwas anderes. Gott erhört Gebete. Halleluja. Ich mache mir keine Sorgen mehr für die Zukunft meiner Firma. Und vielen Dank für Ihre Gebete. Das ist doch großartig, wie Gott diese Fäden oft lenkt, um Hilfe zu schaffen. Ich weiß noch gut, als wir gebetet haben, dass Gott Neues schenkt, neue Ideen, neue Möglichkeiten und schon haben wir eine Erhörung. Genauso mit dieser Blutkrankheit, dass ein Spender gefunden wurde. Gott hat so viele Möglichkeiten und Gott gebraucht alles, was er gebrauchen kann. Das ist so wunderbar. Wir schreiben ihm oftmals so vor, mach mal schnell und es muss uns schütteln, rütteln und es soll da sein. Gott hat Möglichkeiten, an die wir nicht denken. Hast auch du was erlebt, wo du sagst, ja, das ist so wunderbar, das ist so herrlich, dann lass es uns wissen auf WhatsApp, auf dieser Nummer, schreib uns oder schick ein kleines Filmchen und sag nicht, ja, das sagen die jedes Mal,
Überleg mal, was du uns schicken kannst. Ja, hätte es fast vergessen, der Tipp des Tages. Nimm dir Zeit und träume wirklich von dem Ziel deiner Veränderung. Es ist so schön, also ich liebe es, morgens beim Aufwachen oder beim Einschlafen von einer Sache zu träumen, die ich erreichen möchte oder die ich tun möchte. Nimm dir mal Zeit, vielleicht jetzt gleich, du kannst vielleicht sagen, ich habe jetzt keine Zeit zum Träumen, ja, dann heb's auf heute Abend, aber träum mal so richtig von der Veränderung, von dem Ziel, das du erreichen möchtest. Träume, wie es dann aussieht für dich und was für Vorteile das hat. Es wird dir richtig Spaß machen, ich verspreche es dir. Und wir freuen uns, wenn du uns dein Gebetsanliegen schickst. Wir beten gerne für dich. Und auch heute ist das Telefon noch bis 13 Uhr geschaltet. Heute möchte ich dir unser neues Magazin schmackhaft machen. Freude am Leben. Es sind viele, viele Berichte drin, vieles Wissenswerte, viele Informationen, glaubensstärkende Zeugnisse. Schau einfach rein und ich zeige dir einen kleinen Clip. Kennst du schon unser kostenloses Magazin? Mit hilfreichen Artikeln für dein Leben und vielem mehr. Lass dich jeden Monat neu inspirieren. Und wenn du das Magazin zum ersten Mal bestellst, erhältst du das Buch Du bist wertvoll von Daniel Müller als Geschenk dazu. Gleich hier die Bestellkarte ausfüllen und kostenlos mitnehmen. Ja, es ist auch schön, wenn du uns Feedback gibst zu dieser Sendung. Wir würden uns riesig darüber freuen. Ja, und wir wünschen dir noch einen gesegneten Tag und verabschieden uns. Gottes Segen für dich. Alles Gute. Hol dir unser Magazin nach Hause, natürlich kostenlos. Das und noch vieles mehr findest du auf missionswerk.de. Wir freuen uns auf dich.